In unserer heutigen Welt wird Datenschutz immer essentieller. Du musst den Überblick darüber behalten, was du von dir öffentlich preisgibst. Und du musst wissen, wie du sensible Daten von dir schützen kannst. Ein Beispiel: Tom nutzt gerne soziale Medien. Dort kann er Erlebnisse und Fotos mit Freunden teilen und chatten. Letztens erwartete ihn allerdings eine böse Überraschung. Jemand hatte ein Fake-Profil über ihn erstellt, seine Freunde kontaktiert und ein unglaublich peinliches Foto von ihm verbreitet. Wie kann Tom seine Daten zukünftig besser schützen? Tipp Nummer 1: Sichere Passwörter. Besonders sicher ist eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen, die mindestens aus 8 Zeichen bestehen sollte. Außerdem solltest du dein Passwort ab und zu ändern und unbedingt geheim halten. Tipp Nummer 2: Überprüfe deine Privatsphäre-Einstellung in den sozialen Medien. Hier kannst du einstellen, wer welche Dinge über dich erfahren darf und wer dich alles in den Netzwerken finden kann. Tipp Nummer 3: Zudem kannst du die Einstellungen in deinem Smartphone überprüfen. Dort kannst du beispielsweise die Aufzeichnung deiner Standortdaten stoppen. Mit diesen Tipps kann Tom und könnt auch ihr dafür sorgen, dass eure Daten im Netz sicherer aufgehoben sind.